Hin und weg bin ich jedes Mal, wenn ich unsere Wintergäste in ihrem Futterhäuschen auf dem Balkon bewundere. Hin und weg sind auch die meisten unserer hungrigen kleinen Besucher. Und das ist unübersehbar, wie wir gerade sehen, wörtlich zu nehmen. Blitzschnell kommen sie angeflattert, picken sich das ihrer Meinung nach leckerste Körnchen aus dem Angebot und schon sind sie wieder weg. Zumindest diese kleinen putzmunteren Meisen, Kohlmeisen genauer gesagt. Ein wenig ruhiger lassen es die größeren Gäste unseres Freitischs meist angehen. Die Amsel hier lässt sich zwar weniger oft blicken als zum Beispiel die hektischen Meisen, aber sie lässt sich mehr Zeit, wählt bedächtig die von ihr bevorzugten Körner, wenn es denn schon keine Würmer oder andere fleischlichen Delikatessen gibt, und schauen sich in aller Ruhe um, bevor sie sich fliegend verabschieden. Und schon stürzen sich wieder die unermüdlichen Kohlmeisen auf das verlockende vegetarische Angebot. Allesamt Männchen übrigens. Wo bleiben nur die Meisendamen? Unsere Amsel ist auch schon wieder da. Sie ist übrigens ein Weibchen. Aber die Meisen sind leider wohl nicht grundlos in diesem Jahr unsere häufigsten Stammgäste. Außer ihnen und der Amseldame haben wir zwar auch hin und wieder einen Kleiber oder auch eine Elster beobachtet, aber Vielfalt sah früher mal anders aus. Naja, früher war ja bekanntlich auch mehr Lametta, wenn wir dem Pirol glauben wollen. Der wurde ebenfalls auch nicht an unserem reich gedeckten Winterfütterungstisch auf dem Balkon gesichtet, gilt aber als entschuldigt, weil er sich wieder einmal im Winter nach Nordafrika verzogen hat und übrigens vielen meist eher als Wappenvogel des Adelsgeschlechts derer von Bülow oder in der französischen Übersetzung als Loriot bekannt ist, dem Künstlernamen eines gewissen Vico von Bülow. Und der ist, um das kleine Worträtsel zu lösen, unter anderem der Schöpfer des alle Jahre wieder nach mehr Lametta grantelnden Großvaters Hoppenstedt. Doch zurück von der gehobenen Komik zum alles andere als komischen Zustand unserer Natur. Den können wir unter anderem auch an der schwindenden Vielfalt der geflügelten Feinschmecker auf unserem winterlichen Balkon ablesen, fürchte ich. Aber als unverbesserlicher Optimist hoffe ich doch immer noch auf vom Himmel rieselndes Hirn, das in die Köpfe der Politiker und Wirtschaftsbosse träufeln sollte, die es viel nötiger hätten als zum Beispiel unsere Vögel, die haben genug davon. Vielleicht gäbe es dann ja doch noch eine lebenserhaltende Wende der derzeitigen Klimawende, die sich leider nicht nur an der schwindenden Vielfalt und Menge der natürlichen Futterressourcen für unsere Vogelwelt zeigt. Ach, genug Politik an dieser Stelle, nur noch ein kleiner Hinweis. Ich bin weder Tierschutzaktivist noch Mitglied irgendeines Vereins oder einer Partei. Beinahe hätte ich es wegen der Anmerkungen vorhin vergessen, Ihnen einen weiteren Wintergast vorzustellen. Die Taube ist gefräßiger als alle anderen Besucher und weil sie nur wenige Meter weiter einen eigenen Futterplatz hat, darf sie nicht allzu oft bei uns im Futterhäuschen schmausen. Der Chef der Meisenbande ist schon ganz misstrauisch geworden. Nach jedem Besuch der Taube kontrolliert er gewissenhaft geradezu penibel, ob noch genug für ihn und seine Kumpels übrig geblieben ist. Es ist, na denn, einen guten, wünscht Jos van Aken.